Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Hallo. Ja, Uwe, bist auch dabei. Nein. Doch. Oh. Siehst du wohl. Wo bist du gerade eigentlich? Ich hinter Bist du dir? noch in dem... Nein, ich sehe nur Okay. dein Geschwadersignal. Was? Da steht Geschwadersignal. Egal. Das Spiel macht Ja. wieder komische Sachen, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall. Ach, was weiß ich. Gar nichts. Ich weiß gar nichts. Das ist richtig. Jetzt wäre es schön, wenn wir noch mal irgendeine Signalquelle finden würden. Das ist korrekt. Das wird aber nicht passieren. Keine negativen Wellen, Opa. Oh, Signalquelle! Scheiße. Jawohl. Hat nicht funktioniert. Konvoiauflösung. Bedrohung 1. Oh. Mal etwas, was besser ist als 0. Oh. Hast du das Geschwadersignal an? Ja. Ja? Ja, ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Okay. Ich habe dann festgestellt, man kann nicht einfach nur nach oben drücken, damit er auf den letzten Punkt der Liste springt. Na ja, nein, keine Ahnung, was du meinst. Schön, dass Nein. wir darüber gesprochen haben. Wenn du in dem Menü oben links W drückst, springt er nicht nach unten, wenn du gerade am obersten Punkt bist. Warum sollte ich in dem Menü oben links W drücken wollen? Ich habe einen Controller in der Hand, da gibt's kein W. Da haben wir jetzt noch nicht mehr so viel Entfernung. Oh, noch eine unidentifizierte Signalquelle. Warte mal kurz, ich mache Nachblick nochmal aus. Ich wäre dann jetzt Oh, da drin. es sind abgebaute Emissionen. Bedrohung 0. Ich mache Nachblick mal wieder an. Okay. Keller, Experte. Was, Keller? Hä? Hier sind drei Schiffe. Wieso? Bin jetzt schon wieder so. Hier sind tatsächlich drei Schiffe. Aber die sind sauber. Was? Also zwei sind auf jeden Fall sauber. Das ist ein Zweierring, der sauber ist. Ja, das Zweierring ist sauber. Dann ist die Bedrohung vielleicht das dritte Schiff. Das wäre naheliegend. Explorer? Ein Neuling? Jeffrey Burnside. Sauber. Hä? Wer war denn dann die Bedrohung hier? Okay, ich springe einfach wieder raus. Hinterfragen wir das nicht weiter. Das Spiel hat seine eigenen Regeln. Ja. Was so ziemlich auf jedes Spiel zutrifft, aber was soll's. Huch! Fuck. Wieder kurz vorher rausgesprungen. Ja. Top. Ich deaktiviere mal wieder Navlink. Irgendwie ist Navlink in der Hälfte der Fälle nützlich und in der anderen Hälfte der Fälle trollst du dich damit. Nein, das Spiel trollt mich damit. Dann so. Ah, Signalquelle. Da, wo? Oh, hochgradige Emissionen entdeckt. Bedrohung 0. Psst. Wieso freust du dich gerade so? Weil Emissionen eventuell wieder Sachen sind, die man einsammeln kann. Eventuell. Ja, Uwab. Das Leben besteht manchmal aus eventuell. Das ist halt dann so. Kaufen Man Sie kann sich auch jetzt mal einfach so ein freuen. eventuell. Ja, das ist der, die das eventuell. Boah, der eventuell, ey. Unidentifizierte Signalquelle. Was? Zeremonielle Kommunikation festgestellt? Okay. Ich habe gerade Zerkommunikation gelesen. Kannst du ja mal gucken, ob der Houston. Leviathan da zufällig rumschwebt. Houston, wir wurden zerkommuniziert. Abbruch, Abbruch. Ja. Wir werden zerkommuniziert. Definitiv.
Hast du Lovering noch an? Ja. Dann mach's mal kurz aus. Außer bei dir ist nichts. Das ist... Achso, ist sowieso schon aus gewesen. Achso, na dann. Irgendwie... Ja, ein bisschen Material fliegt hier rum, aber... Wie Wärmestrahler, bla bla. Ja, Proto-Wärmestrahler. Hier ist nichts. Rein gar nichts. Kein Schiff, keine Materialien, kein gar nichts. Bist du richtig rausgesprungen? Ja. Da stand ja aber auch nur irgendwas von dann Kommunikation festgestellt und dann Bedrohung null. Ja, man könnte ja trotzdem ein bisschen Loot erwarten. Das könnte man unter Umständen, das Spiel sagt aber nö. Oh, Signalquelle. Oh, wo? Notruf. Aha. Oh. Bedrohung 2. Oh, oh, Signalquelle. Konvoi-Auflösung. Bedrohung 0. Geil. Super. Das Beste, was es gibt. Konvoi-Auflösungen. Hört sich irgendwie hoffnungsvoll an. Mhm. Trollen anderen aber. Mhm. Ich spring trotzdem kurz rein. Aber ja, man weiß ja nie. Mhm. Im Zweifelsfall sollte ich ja wieder recht schnell bei dir sein. Theoretisch. Habe ich gehört. Das war gerade nicht genau, wo du bist, aber ja, bestimmt. Bestimmt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, ja, spring ruhig, spring ruhig. Ich sehe hier Schiffe. Oh, ziemlich viele das? Sogar. Was ist denn hier los? Hoppala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schiffe. Sidewinder. Sauber in einem Feuergeschwader. Wenn wir nicht bald an Treibstoff kommen, dann werden wir gar nichts erforschen. Ja, was soll ich machen? Ich habe keinen Treibstoff dabei. Experte im Feuergeschwader auch sauber. Toll. Da waren aber mehr Schiffe. Das war ja mal wieder gut. Das müsste der dritte Teil vom Dreiergeschwader sein. Jawohl. Aber da hinten sind noch mehr Schiffe. Also was machst du da gerade? Ich habe 7 Schiffe in 3 Geschwadern gescannt, von denen keins feindlich war. Oder gesucht. Das ist eine super Quote. Finde ich auch. Das war zum Glück überhaupt keine Zeitverschwendung. Nein. Dass ich bei dem Notrufding war, war auch überhaupt keine Zeitverschwendung. Niemals. Aha, du fliegst mir gerade entgegen oder ich flieg an dir vorbei. Ich flieg im Kreis. Nein, ich habe nichts getrunken. Sicher? Nein. Gut. Klassiker Student. Oh, Signalquelle. Wieder zum Kampfbereich. Konvoi-Auflösung festgestellt, Bedrohung 3. Aha. Aha. Tell me more. More weiß ich noch nicht, leider. More ist noch nicht raus, ja. Nee, nee, More fliegt gerade vorbei. So. Ich fliege wieder drauf zu. Sehr gut. So, drop out. Ich sehe 3 freundliche Schiffe. Und dich. Nein, nur dein Geschwadersignal. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht da, nein.
Oh, Frameshift wird durch Faktor 23 störende Masse verändert. Fühlt sich so an, als wären wir im Limbo. Warum? Oh, Signalquelle? Wo? Da ist eine Signalquelle. Ja, wo ist die Signalquelle? Wo ist die Signalquelle? Da ist die Signalquelle. Genau. Abgebaute Missionen entdeckt. Mal gucken, was da so drin ist. Wahrscheinlich nichts. Mit Bedrohung 0 ist schon mal kein gutes Zeichen. Nichts mit Bedrohung 0. Oh, Signalquelle. Konvoiauflösung festgestellt. Bedrohung 3. Das war jetzt so schlimm, dass sogar TeamSpeak kurz dachte, ach nee. Die Nachricht hacke ich in der Mitte durch. Sehr gut. TeamSpeak arbeitet auch nur gegen mich. Ja. Oder dein Internet, je nachdem. Wahrscheinlich beides in Verbindung. Noch eine Signalquelle, Moment, die scanne ich kurz. Abgebaute Emissionen entdeckt, Bedrohung 0. Nee, dann nehme ich lieber die Geschwaderauflösung. Vorausgesetzt, ich finde sie wieder. Besser als nichts. Wo ist sie denn jetzt? Hallo? Geschwaderauflösung? Wo bist du hin? Container besetzt Rettungskapsel. Sie ist weg. Die könnte man nochmal mitnehmen. Hä? Das Spiel wird mich verarschen. Naja, fliege ich halt wieder Richtung Kampfbereich. Oh, da ist wieder was. Abgebaute Emissionen. Bedrohung 0. Ich fliege trotzdem mal hin. So. So? Irgendwie hat die Sammeldrohnen aber auch mal nützlicher in Erinnerung. Ja, ich meine, die haben mal mehr als nur ein Objekt eingesammelt. Ja, deswegen hatten sie eigentlich auch eine Lebenszeit. Aber vielleicht funktioniert das nur bei Ärzten. Kann das vielleicht sein, dass es bei dir daran liegt, dass du nur einen Platz im Lagerraum jeweils frei hast? Du hattest am Anfang 16 Drohnen dabei. Du hast eine Drohne rausgeschickt, die konnte genau einen Teil einsammeln, bevor dein Lager voll war. Dann hat sie aufgegeben. Im Moment habe ich aber Kapazität 10 von 16. Dann weiß ich auch nicht, woran es liegt. Schrei mich nicht so an. Was ist mit dir? Ich nehme mal ein paar Rettungskapseln mit hier. Kann man oft mal verkaufen. Hä? Was? Was? Hä? Ich habe das falsche Teil. Ich habe nicht das richtige Ding anvisiert da. Kein Wunder. Ich frage mich jetzt, warum ich nicht rausspringen kann. Wo ist die Signalquelle denn jetzt? Was fliegt hier denn noch so rum? Hinter mir. So, einmal kurz anvisieren. Danke. So, da fliegt Zeug rum. Ein Container mit Wein. Material, Wärmeleitungsverdraht. Noch ein Container mit Wein. Chemische Prozessoren. Echt jetzt? Ja. Toll, und ich habe irgendwie 5 Rettungskapseln gefunden. Das war jetzt gut. Ich habe gehört, die sollen sehr sinnvoll sein. Sie bringen 5000 Credits pro Tonne. Das ist besser als nichts. So, Frachtluke. Ausfahren. Dann... Halt, da war die Sammeldrohne doch. Sammler. 1 von 5? Achso, ja. So. Sie fliegt. Sie sammelt. Sie hat's erwischt. Jetzt fliegt sie komisch durch die Gegend und zurück. Peng. Oh, Signalquelle? Wo? Wie? Was? Warum? Nein. Oh Mann. Container gesammelt. Chemische Prozessoren. Und jetzt ist die Drohne weg. Also ich finde das ja echt blöd, dass das so ein Wegwerfding ist hier. Aber wahrscheinlich ist es halt nur bei den Ärzten so, dass man... Oh, Notrufbedrohung 2. Ja. Also ich denke mal, dass es bei den Ärzten anders läuft. Bei den Ärzten? Ärz. Ach, Ärzten.
nicht die Leute, die Menschen zusammenkleben, sondern die Dinger, die man abbauen kann. Hey, ich habe schon 6 chemische Prozessoren. Riesenkeks. Ich habe 3. Was nun? Jetzt habe ich doppelt so viele wie du. Das ist richtig. Oh, vielleicht sollte ich meine Frachtluke wieder zumachen. Ja, sonst ist es mit dem Wegfliegen ein bisschen schwierig. Ja, ich dachte als erstes, als ich die Meldung gesehen habe, meine Aufhängungen wären noch ausgefahren. Ja, das ist halt irgendwie auch das Erste, was man liest. Ja, da habe ich auf den Knopf gedrückt, dann habe ich sie ausgefahren, weil sie ja eingefahren waren. Da habe ich gedacht, hä, Moment, was stimmt hier nicht? Dann habe ich sehr wirklich smart gedacht. So, war hier der Kampfbereich? Nein? Wo war denn der Kampfbereich? So. Huch. Ach Gott. Huch. Immer diese Notrufdinger, wo man reinspringt und dann fast direkt gegen das Schiff knallt, was da drin wartet. Aha, das Schiff redet nicht mal mit mir. Was, das redet nicht mal mit dir? Das ist ja gemein. Also ja, mich quatschen die immer zu. Okay, die. Okay, doch, er braucht. Was stört Schildzyklusaufzeichnungen? Okay. Was? Was auch immer ich da gerade gefunden habe. Aber ich habe keinen Treibstoff dabei. Was soll ich dann machen? Ja, Pech. Der wollte von mir Lebensmittel. Habe ich auch nicht dabei. Echt? Bei mir wollten die bisher immer nur Treibstoff. Ja, der eine hat gemeint, das ist nicht mehr gestrandet. Die Passagiere haben schon alle Lebensmittel aufgegessen. Deswegen habe ich doch irgendwann letzte Folge mal gesagt, ja, dann sollen die Passagiere sich halt gegenseitig essen. Knusprig, knusprig, ja. Knusprig, knusprig, oh, tralalala. Oh ja. Oh ja. Oh Mann. Wobei ist die Frage, was die einem geben, wenn man sie rettet? Kekse? Ich muss eine Treibstoffdrohne kaufen. Kaufen Sie jetzt eine Treibstoffdrohne im Sonderangebot für nur 200.000 Credits. Zuzüglich Versandkosten. Ja, dann kommt dann Planet Express und bringt die vorbei. Und dazu bekommen Sie für nur 10 Euro den Nicer Dicer Fusion. Genau. Kennst du? Uwe fängt demnächst bei QVC an. Ja, ja, so in der Richtung. Möchtest du nicht auch gerne Steine in deinen Mixer werfen, um zu zeigen, wie gut er Steine zerkleinern kann? Haben die das da schon gemacht? Ja. Wow. Habe ich schon mal gesehen. Das ist aber was? Das okay. Beste finde ich immer, wenn sie irgendwas in eine Pfanne schmeißen und dann sagen, hier, sehen Sie, es brennt, überhaupt nichts brennt an. Sie brauchen danach einfach nur ein feuchtes Tuch und fertig. Dabei ist klar, die haben die Pfanne nicht mal eingeschaltet. Die Pfanne war einfach aus. Natürlich brennt da nichts rein, wenn die Pfanne aus ist. Wo keine Hitze da nichts an so brennt. Das ist doch super. Dann ja, müssen diese Werbedinger so, natürlich schlecht synchronisiert sein. Das ist so ein bisschen so, als würdest du Spülmaschinen verkaufen und würdest dann die Spülmaschine oder deine Spülmaschinen auf einer Messe ausstellen und dann, keine Ahnung, irgendwelchen Fruchtsaft oder sowas halt ausschenken. Und dann sagen, ja, hier, hier haben wir jetzt so eine Glasplatte reingebaut in die Spülmaschine. Jetzt können Sie sehen, wie die Gläser, aus denen Sie gerade getrunken haben, sauber werden. Genau. Ja. Und dann gehst du her und sagst dem Caterer, ja, aber das muss eine ganz bestimmte Konsistenz haben, weil man sonst Angst hat, dass die Spülmaschine das vielleicht nicht abkriegt. Ja, klar. Das ist so, ja, okay. Die Spülmaschine kriegt den Saft nicht aus den Gläsern. Ja, das ist, ist ja logisch. Wenn er so ein bisschen Fruchtfleisch hängt oder so. Also ich glaube, wenn du einen Spülmaschinenhersteller hast, der sowas macht, dann würde ich mir überlegen, ob man da vielleicht doch nochmal eine Spülmaschine kaufen sollte. Ich glaube nicht. Doch, die Sammelbestellung, 10 Stück, dann kriege ich Mengenrabatt. Das ist so ein bisschen so wie der Umstand, dass Microsoft irgendwie schon seit... Also zumindest zwischenzeitlich haben sie es gemacht, dass sie keine Live-Demonstrationen mehr mit neuen Windows-Versionen gemacht haben, nachdem in der Windows 95, glaube ich, einmal bei einer Präsentation gebluescreened ist, als sie meinten, ja, hier, das funktioniert super, Gerät rein, Gerät raus, funktioniert doch alles, auf einmal, zack, bluescreen. Alle so, ja. Okay. Schade.
Oh, da war noch eine Signalquelle. Die Konkurrenz hat sich gefreut. Weil, halt, ich nehm's zurück. Konkurrenz zu Windows. Ja. Steve Jobs. Ja, wann? 95? Windows 95? Windows 95 war das, glaube ich. Gab es Apple damals schon? Ja, oder? Ja, Apple gibt's schon länger. Ob die dann schon Betriebssystem... Also, ja, doch. Doch, die okay. Gab's da schon. Die haben auch schon Computerbetriebssysteme gebaut in der Zeit. Ich habe keine Ahnung, 95 war ich noch nicht geboren. Dann kannst du das natürlich nicht wissen. Ist ja logisch. Haha, eine Edda, die Hedwig heißt und immerhin sauber nicht ist. Hildegard oder Hannelore? Ja, mit ihr könnt wir einen Ring aufmachen. Hedwig, Hildegard und Hannelore. Also die drei Hs, ja. Genau. Die dreisten drei. Genau. Ich glaub, die drei Fragezeichen. Oh Mann. Toll, hier war ein Notruf, aber da ist irgendwie auch niemand drin. Und sonst auch nichts. Ich glaube, wir könnten dann auch mal wieder zur Station zurückfliegen und die Folge beenden. Wir sind bei 20 Minuten. Ja, ich glaube, das ist. Ich bin gerade wieder bei Strossab. Ich bin gerade bei Finch Market. Wo ist denn Strossab jetzt von hier aus? Beim weniger heftigen Kampfbereich. 800 Lichtsekunden entfernt. Ja, dann fliege ich auch mal zurück zur Station. Du kannst so einfach auf Nachblick wieder aktivieren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Hey, Moment, unidentifizierte Signalquelle, direkt daneben. Konvoiauflösung festgestellt. Bedrohung 3. Ich spring mal kurz rein. Sobald ich da bin. Also später, vielleicht heute noch. Nee. Moment. Jetzt. Ich bin noch außer Rauch, außer Reichweite. Ja, macht nichts, dass du außer Rauchweite bist. Hier sind nur grüne Schiffe. Die Rauchzeichen reichen nicht so weit, ja. Das ist. Das ist nicht kampfreich, aber Stross habt. Hier. Uiuiui, was ist denn hier los? Ja, nur grüne Schiffe. Nein, nicht nur. Was, nicht nur? Oder täuscht das? Doch, ich glaube, das sind nur welche. Das ist immer doch auch was orange zwischen, oder nicht? Nee, das ist das, was zu weit weg ist, um es zu scannen. In diesem Falle haben wir störende Masse am Start. Echt? Ja, 9 Megameter nicht entfernt. Geil. Ja, ich bin noch ein bisschen in deren Richtung geflogen. Das war dann der Unterschied. Ja, okay. Zum Glück ist die Station von hier aus jetzt ziemlich nah. So ziemlich nebenan, ja. In der Nachbarschaft. Und ich bin schon wieder raus. Sehr gut. Ah, ja. Ja, die Entdeckung des Navlings war schon ein großer Schritt. Ein sehr großer Schritt. Oh, dann Mann. Kam die Entdeckung des Navlings und alles änderte sich. Absolut. Doch, dann. Glaube ich. Ah, egal. Wie auch immer. Okay, 17 Kilometer Entfernung. Wo ist denn der Eingang? 70? 17. Ach, 17. 70 wäre ja noch besser. Nicht, dass wir das nicht schon gehabt hätten. Ja, eben. Deswegen habe ich gleich mal nachgefragt. Ja. Da schrillen gleich mal sämtliche Alarmglocken. Alle beide. Und die Elite-Entwickler so, ach ja, Daily Life. Oh Mann. So, dann können wir direkt mal nach der Landerlaubnis fragen. Ja. Oh, scheiße, vielleicht sollte ich nach der Landerlaubnis fragen, bevor ich reinfliege. Ja, aber verdammt, ich habe das ja noch gar nicht gemacht. Ich bin ja schon quasi drin. Jawohl. Ja, ich bin echt direkt vorm Eingang. Ich sehe es. So. Ich bin gerade über dir. Ich lande schon wieder auf der 41. Ich bin auf der 5. Die 5, die ist direkt unter mir. Das sah gerade so aus, als wärst du einfach runtergefallen nach dem Eingang. Ja, so hat sich's auch angefühlt. Ach, ist direkt neben. Ah ja. Ja, ja, es macht auch Sinn, die 5 ist neben der 41. Ja, ist doch klar. Ja, ich weiß auch nicht. Hoppla. Das ist auch vollkommen. Nein, ich bin nur ein bisschen abgeprallt. Ja, gut.
Wofür hat man denn Schilde? Wofür wird man denn von der Station beschossen? Ja! Gott, was? Ich glaube, so mies wie jetzt bin ich noch nie angedockt. Ja, läuft bei dir. So, Warenmarkt. So, auftanken. Reparieren. Nein, das war auffüllen. So. Naja, ich habe ja mittlerweile immerhin 6 chemische Prozessoren. Ja, ich habe immerhin, naja, 3 halt. Ich habe immerhin 314 Credits bekommen. Wofür? Achso. Gemeinsamer Handelsprofit. Sehr gut. Heute ist übrigens der 9. Mai 3303. Das ist doch schön. 2 Stunden zu früh. Weil, so. Weil mitteleuropäische Sommerzeit und nicht Greenwich Mean Time. Das ist korrekt. Ja gut. Dann beenden wir mal die Folge wieder, oder? Ja, ich meine, wir sind zwar mit dem Auftrag jetzt überhaupt nicht weitergekommen, aber wenn die halt nirgendwo aufploppen und wir nichts beschießen können, dann haben sie halt Pech gehabt. Gut. Oder Glück, je nachdem. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.